Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Das wird nicht viel helfen. Weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut. Wir haben keine Zeit. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Komm mit. Du kannst herkommen. Sofort. Und jetzt? So geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Yuko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Oh je. Yeah. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber seid vorsichtig. Scheiße, 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 scheiße. Das war ja sehr erfolgreich. Death Counter 2. Mit Yuko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Und die zweite wegwerfen. Nein, siehe, deine Schlotter und Ego brauchen Zeit, um durchzukommen. Ist eine Peitsche? Was war das? Fuck. Ist abgeflogen. Hey, halt! Schön hier! Den Topf. Ja, ja, ich weiß. Gut, dann weiter. Mit Yuko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Gut, Ziel. Mutter und Yuko brauchen Zeit, um durchzukommen. Dass du nicht hinguckst. Verdammt. Tab. Und der Topf. Was ist nur? Ja, nimm. 6. Als ob. Okay, das hat wohl nicht geklappt. Wieso nicht? So doch machen, während er in der Nähe ist. Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Komm. Wart's nur ab. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Verdammt. Fast. Wir hätten es schon hinter die Mauer begeben Gut, müssen. Dann weiter. Mit Yuko ist das zu gefährlich. Ja, er ist ja. Langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Nur schnell aus dem Beet raus und reingetroffen haben.
Zielen. Mutter und Hugo brauchen... Ich muss ihnen Bescheid geben. Zeig dich! Kommt her! Wir kommen! Los! Beeilt euch! Gut gemacht! Verdammt! Aber wie? Oh nein! Aber wie? Langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Vielleicht am besten nicht auf ihn werfen. Das ist vielleicht eine gute Taktik. Aber scheinbar müssen wir auf ihn werfen. Nebenwerfen bringt nichts. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn das? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Was denn? Ich stecke. What the fuck? I'm stuck. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsam. Ja, ich da weiß. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja. Ablenken war schon immer eine gute Idee. Nebenwerfen ist scheinbar keine Option. Ich kann es nur mal wieder versuchen. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Kommt her, wir kommen. Kriegt ihr scheinbar nichts? Beeilt euch. Zu Gras. Nichts zu berichten. Gut gemacht. Und weiter. Hier lang. Sehr gut. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber... Er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Und du weißt, ob das so eine gute Idee ist. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Nicht bewegen. Los. Jetzt gehen. Ich jetzt. Weiß nicht. Jetzt. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. In Sicherheit. Versteck dich. Schnell! Und Quetter müssen gleich sprinten. Abbauen müssen wir. Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heilt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Jetzt. Schnell. Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Ja. Jetzt sehr schnell. Hugo, komm mit! Schnell! Rettet die Schwestern, den Soldaten gelegt! Rennen! Was ist los? Wo ist Mama? Dann kommt der Inquisition. Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Die Erde bewegt, Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter, sie sind direkt hinter uns. Und hier und geradeaus, weiter geradeaus. Aber wo laufen wir hin? Unser Mann ist zurück.
Perfekt ein. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht. Sie dürfen uns nicht stoppen. Wo soll ich hier noch hin? Oh, naja. Nicht so lange ich da bin. Oh nein, sie sind überall. Was sollen wir tun? Tief Luft holen. Spring! Kapitel 2, die Fremden. Na, da war das erste Kapitel ja schon sehr spannend. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Ja, was das angeht. Du kannst dem Kleinen natürlich nicht sagen. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Na dann. Verzeihung, bitte wartet doch. Hoffentlich keine Bösen. Was haben Sie denn nur? Schlecht gesinnten. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Ihr solltet vielleicht nicht sagen, wer ihr seid. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Vielleicht verschweigt ihr, wer ihr seid. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Aber ich bin die Tochter eures Herrn! Ja, das wird das Problem sein. Das wird die Sache sein. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Wo ist jemand? Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle.
Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Wo führt es uns hin? Oh nein. Mein Gott. Gegrilltes Fleisch. Ja. Will verdammt sein. Da ist der Rest von Verbrennung. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das ist ja, weiß, bestimmt. Das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Weg hier. Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Oh, shit. Oh, wir shit. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte. Dann schnapp ich sie mir. Oh shit. Hä? Oh nein. Und wenn wir ihn mit einem Geräusch ablenken? Kommt da runter und guckt dort nach und dann können wir. Komm. Fast geschafft. Dem haben Jumpscare. Gezeigt. Es gibt doch echt den Jumpscare, dass du das. Nicht da! Nein. Wo sollen wir lang? Komm! Lauf so schnell du kannst! Ja. Da, die Mauer! Sackgasse! Sie kommt! Hoch! Schnell, schnell! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Oh. So oft hier. Gewand hier. Hilf mir beim Schieben. Na gut, kein Mucks. Oh. Wozu? Ach, um da hochzukommen vielleicht. Ich dachte, ich könnte damit die Mauer durchbrechen, die Wand durchbrechen. Gut, jetzt können wir raufklettern. Okay. Das müssen wir die hier Kette noch hoch. Sieht nicht sehr stabil aus. Ah, die Kette. Das können wir bestimmt abwerfen. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Jetzt schnell vielleicht. Hilf mir beim Schieben. Ja. Und komm, hoch. Ich hebe dich hoch. Na gut. Dops rüber hier. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. Naja. So einfach ist das nicht, Hugo. Gehen Leute mit einem Schwert.
Schnecke! Oha, nein. Schnell, die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Hoch. Wir haben keine Zeit. Sie wird nicht halten. Nein, nein. Und ich? Hab ich doch gesagt. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Ja. Wo können wir lang? Zehn Weg hoch. Da bist du ja. Ich habe was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Rüberschieben. Na los, komm schon. Gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Na, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Und wo langt jetzt? Da langt. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Komm. Hier. Oh, shit. Nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Was machen wir jetzt? Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. Die Fotos hier. Was war das für ein Geräusch? Umschalt. Da drüben bewegt sich was. Hey! Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Mieser ist gestorben. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die... Hä? Sneak. Ihm jetzt vorbei. Eine Kugel werfen. Das war ganz nach hinten. In den Hof rein dort. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Warte, hier. Schon wieder. Rennen! Was jetzt? Ich weiß nicht. Die sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Und hinter dir zu. Sie wissen, wir sind hier. Wo lang? Hier lang? Nein, sie klemmt. Verdammt. Hugo, du
durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Mach schnell auf. Da ist ein Brennerchor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Klopf doch drauf. Hugo, tu doch was. Verdammt. Raus hier. Lauf. Ich kann nicht mehr, Mietje. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Wir müssen... Oh, shit. Was bleibt uns anderes übrig? In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können, aber... Ich bleib nicht hier. Was bleibt uns anderes übrig? Hier seid ihr sicher. Naja. Wir werden sie niemals nach euch suchen. Ich weiß nicht, alte Hexe. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Hänsel und Gretel und so. Ich frische Kleidung für euch. Ich weiß. Seid ihr sicher? Ich weiß nicht, ihr sicher für einen Moment. Ja. Ich weiß, uns bleibt nichts anderes übrig. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald und so weiter. Ich glaube, die Grimmsbrüder gab es erst später. Oder wann? Wann gab es die Grimmsmärchen? Ich dachte, wir die Vorlage wären. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Sehr schön. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ja. Das ist unpraktisch. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh... Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Etwas Schärferes als ein Schleier. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Okay, ich würde aber erstmal sagen, ich mache eine kurze Streampause. Ja, dann bauen wir uns neue Schleuder. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal ein Schwert. Das wäre mal ganz schön. Jetzt aber erstmal eine kurze Pause. Bis gleich.